Willkommen zurück zu Warriors Orochi 3 Ultimates. Oh mein Gott, Leute. Sun Wukong ist schwierig, aber uns kein anderer als sein alter Freund Nesa kann ihn jetzt noch retten. Deswegen stürzen wir uns jetzt direkt ins Geschehen und begeben uns ein letztes Mal zu den Wuhan Mountains. Ins Gebiet der Mystiker, denn die Widerstandsarmee startete einen Großangriff auf das Mystic Realm. Warum auch immer. Und wir müssen es jetzt um jeden Preis verteidigen. Und ich habe mir gedacht, komm, nimm's nochmal Shenlong. Der ist zwar mega kacke in diesem Spiel. In Warriors Orochi 4 ist er dann broken. Aber ja, wir haben ja noch gar nicht sein Theme mal gespielt. Das werden wir jetzt machen. Shenlongs Theme, das erste Mal jetzt. Seid gespannt. Wuhan Mayhem. Sun Wukong has been surrounded by the Resistance Army at the Wuhan Mountains. Work with Nesa to break him free. Alles klar, machen wir natürlich auf Chaos die letzte Schlacht. Im dritten Abschnitt von der DLC-Mission. Bountiful Harvest X, Temporal Travel X und Demon Rings X. Vulpec, Cooler und Sun Wukong dürfen nicht sterben und wir müssen alle, betont liegt auf alle, feindliche Offiziere besiegen. Bei den Gegnern haben wir Qian Shi Nuzugi, Zhao Dun, Zheng Liao, Xu Huang, Zheng He, Hideyoshi Toyotomi, Mitsuhi Shita, Kaitetsugu Naoe, Kiyomasa Kato, Aya, Masanori Fukushima, Yujin, Matabai Goto, Kaitora Usugi, Kaikatsu Usugi, boah, nur starke Gegner, holy shit, what's going on here? So, dann suchen wir mal Shenlongs Theme, Leute. Mal gucken. Wild Monk? Nee, das war Benkeis Theme. Shenlong! Damals! Ja, das ist so gut. Rainbow Dispenser. Hatten wir noch nie gehört. Jetzt ist es soweit. Dum, dum, dum. Hat ein bisschen was Melancholisches. Ah, aber der ist so bad in dem Spiel, Leute. Oh, und in Orochi 4 ist das so bastard, der Typ. Richtig broken, ja. So, hier ist der Wukong. Ah, ne, hier ist nur ein Doppelgänger oder was? Ja. Ist der richtige Wukong. Ich mag diese Elektro-Einlagen auch in dem Lied. Ist echt gut. Einer der besten Tracks im Spiel, ey. Ohne Scheiß jetzt. Das ist mein voller Ernst. Nesa kommt gleich auch nochmal dran und Karuya. Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen mit Shenlong. Und Pferd ist ja, glaube ich, sogar ziemlich gut für seine Verhältnisse. Let's see. Ja, auf dem Pferd kann man ihn gut spielen, seht ihr? Aber Pferd ist dann sogar in diesem Spiel gut. Ich will ihn jetzt hier nicht nur auf dem Pferd spielen, Leute. Das wäre auch lame. Ja. Oh, das ist so komisch. Wenn du von Xuhang erwischt wirst, dann verlierst du komplette Überblick. Die Kameraführung ist total am Abspasten dann. Und tschüss, Mann! Gib an! So, dann nehmen wir kurz hier das Tor ein. Wow, wow. Das sind Yusubis. Ja, definitiv. Die weißen Truppen erkenne ich doch. So, kurz hier noch den Support. Musu wein. Damit brauchen wir nicht weinen. Oh, jetzt Nesa mal dran. Ja, Nesa spielt auch eine relativ große Rolle in den DLC-Missionen, oder nicht? Finde ich schon. Kommt ziemlich häufig vor. Finde ich auch gut so. Juhu! Ja, das ist der richtige Sun Wukong. Schön, dich zu sehen, Alsaas. Und hier, um dich zu retten. Ah, wenn das doch nur der Feuerkreisel aus Orochi 4 wäre. Kannst so viel Scheiße mitmachen. Aber naja.
Nesa ist hier auch schon gut genug. Will mich nicht beklagen. Oh, Nesa, hast du jetzt endlich einen guten Gegner gefunden, ne? Den God of War hast du gefunden. Wo ist der God of War? Schau, ist nicht. Das gibt's ja nicht. Tatsächlich. Lächerlich. Ja, komm. Kein Bock auf Eier. Und vor allen Dingen brauchen wir hier den Zuschüttel-Musu für Kanetsu. The Invincible Naoe. Dafür braucht man einfach einen Musu-Angriff. Leute. Bei Kanetsu hört der Spaß auf. Da muss man ernst machen. Jetzt werden wir penetriert von ihm. Und niemand möchte von Kanetsu die Invincible Naoe penetriert werden. Oh Gott, hier diese komischen Typen, ey. Munojis. Elite-Trumpf von den Usugis. Oh nein, Masanori. Wie er wieder rumschreit. Das ist so geil, ey. Einmal berührt von so einem Typen. Über die Hälfte weg. Von der ersten Last. Oh nee, nicht ganz die Hälfte, ne? Über die Hälfte, echt ganz die Hälfte. Entscheide ich weiß immer. Ja, knapp die Hälfte halt. Oh, der Musu ist so satisfying. Guckt euch das mal an. Alter, die armen Leute und der arme Masanori Fukushima. Muss trotzdem aufpassen. Der Aura, Mann. Ah, ist besiegt. Alles gut. Nochmal gut gegangen hier. Ah, yes. Shenong räumt auf, ey. Was ist los mit ihm? Er räumt einfach auf. Einfach wieder geheilt. Das ist so cool bei ihm. Vor allem so eine schnelle Heilung, ne? Ruckzuck bist geheilt. Guckt euch das an. Schon gut. Der übelste Tank. Oh, du bist auch ein Monkey. Selbst die Geschichtsschreiber fanden, dass du aussiehst wie ein Affe. Er heilt den Yoshi und heißt Toyotomi. Oh, jetzt kommt Sakon und Katsushibata und so noch, ne? Oh, nee. Weg mit dem Dreck. Das wird nur der finale Kampf hier sein, glaube ich. Gegen die Yoshi. Hier ist so viel los. Bestimmt der letzte Fight. Dann ist Su Wukong safe. Nee, tatsächlich noch nicht. Am Ende kämpft Su Wukong noch gegen uns. Pass mal auf. Nee. Ah, man weiß es halt nicht, ne? Er hat sicher gegen das Mystic Realm gewandt. Letzten Endes. Der Wukong. Ich traue dem Braten einfach nicht. Siegen wir alle. Am Ende fordert uns Wukong raus. Es kann wenig sein, Leute. Angst. Nächste God of War, ey. Hey, Müll jetzt jemand entsorgt. Ganze Schuhoffizier, was machen die überhaupt hier? Auch noch nicht alles. Ja, wie gesagt. Angst, dass Wukong jetzt noch angreift. Oh mein Gott, jetzt kommen die Tokugawas noch, was? Mit Iyasu oder nur Honda? Nur Honda, glaube ich. Ah, er ist der Final Boss. Okay. Das ist echt nur die Hondas.
Der erste Honda, den es je gegeben hat, Leute. Matada Katsu Honda. Düb, 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 düb. Mir scheißegal, was du machst hier, Honda. Ich hab nochmal einen True Triple Musu. Willst du dagegen machen, ne? Oh, jetzt ist er komplett am Ausrasten. Let's go! Shenong Kavia Unese. Das war's. Sehr schön. Boah, was ist mit dem abgegangen, ey? Der war richtig am Ausrasten. Zum Glück haben wir den True Triple Musu noch gehabt. Das hätte sonst böse ausgehen können. Ich weiß nicht, wie stark der wirklich ist. Zweimal ausgerastet, also er ist zum dreifachen Super Saiyajin letzten Endes mutiert. Okay. Ja, das war auch ganz nett. Mir gefallen. Den Sun Wukong Doppelgänger ein bisschen zu kämpfen. Dem ein bisschen zu helfen. Gemeinsam gegen die große Widerstandsarmee vorzurücken. Not bad. Na gut, oh, du boost immer da, wenn Nesa da ist. So lustig. Nichts Brauchbares dabei, nur Scheiße. Oh, die Wukong kriegt zweimal so Müll. Oh, oh, oh. Waffen werden direkt wieder zurück zum Absender geschickt. Zurück zum Schrottplatz. Zurück aus der Mülltonne. Wo der Lotterie-Typ die aufgefunden hat. Es wird mal wieder Zeit für ein Bankett! This fish tastes amazing. Just like back home. Oh, it looks like I've had a little much to drink. It is good to enjoy a fine party every once in a while. There are many others. Other matters that need my attention. No, forgive me. This party is for me, after all. Was? Ach, komischer Typ, der mich so echt da, ey. Manchmal ist er echt ein bisschen sehr suspekt, der Dude. Na gut, Leute. Dann würde ich sagen, war's das für heute. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könntest du die gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.